Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf einer Baustelle des Umfahrungstunnels Leifers ereignet. Gegen 8.30 Uhr stürzten zwei Angestellte einer italienischen Baufirma von einer Hebebühne. Sie waren gerade mit Arbeiten an der Tunneldecke beschäftigt. Vermutungen zufolge soll die Arbeitsplattform verrutscht sein, sodass die Bauarbeiter rund 7 Meter in die Tiefe stürzten, wo sie auf den noch feuchten Betonboden prallten. Über die Landesnotrufzentrale wurden die Rettungsmannschaft des Aiuto Alpino Lomites samt Notarzt, die Sanitäter des Roten Kreuzes Leifers und Bozen sowie der Notarzt aus Bozen alarmiert. Beide Verletzte waren beim Eintreffen der Rettungsmannschaften bei Bewusstsein und immer ansprechbar. Sie wurden mit einem Polytrauma in das Bozener Krankenhaus geflogen. Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr, die Carabinieri und die Stadtpolizei von Leifers.